In einem Teppich soll eine der erstaunlichsten politischen Frauenkarrieren der Weltgeschichte begonnen haben. Im Jahr 48 vor Christus lässt sich die Schwester eines Königs derart verpackt an den Soldaten ihres Bruders vorbei in die Gemächer des Imperators Cäsar schmuggeln. Sie ist 21 Jahre alt, nicht auffallend schön, aber sie kennt ihr Ziel, den Thron Ägyptens. Ob es Leidenschaft war oder Berechnung, bleibt ihr Geheimnis. Ihr Name klingt seither in der Geschichte nach: Kleopatra. Verschlungen und bunt wie das Muster dieses antiken Mosaiks war ihr Leben. Ihrer Herkunft nach makedonische Griechin wollte sie die Geschicke ihrer Zeit bestimmen und wurde am Ende zur Gestalt einer Tragödie. Im Mosaik finden wir das Gesicht ihrer Urahnin Berenike. Sie steht am Anfang der Kleopatra-Dynastie und ihre Augen scheinen schon zu sehen, was kommen wird. Ehrgeiz, Liebe und Krieg, glanzvoller Aufstieg, elender Tod. Ein Stoff, der die Dramatiker beschäftigen wird, von Shakespeare bis Shaw. Ägypten, Kleopatras Land, eine Sandwüste damals wie heute. Und darin plötzlich, abgegrenzt wie mit dem Lineal, blühendes Land, das biblische Ägypten, in dem Milch und Honig fließen, Land der reich gefüllten Fleischtöpfe. Fast die ganze antike Welt hat sich aus dieser Kornkammer genährt. Der Trockenheit und Staub in eine grüne Oase verwandelt, ist ein göttlicher Fluss, der Nil. Die Ägypter nannten ihn Hapi. Nach altem Glauben entspringt er im Paradies. Ihm verdankte das Pharaonenreich Glanz und Wohlstand. Auch Kleopatras Welt ist ohne ihn nicht denkbar. Der Nil ist das Leben Ägyptens. Bilder aus Kleopatras Gegenwart. Vor 2000 Jahren war Ägypten ein reiches Land. Üppig gedieh das Korn auf den Feldern. Die Weinernten waren gut. Wie griechische Olympioniken sind die Bauern dargestellt. Denn längst hat Griechenland, auch Ägypten, seinen Stil aufgeprägt. Kleopatras Epoche ist die der Gleichzeitigkeit von griechischer und ägyptischer Kultur und ihrer Vermischung. Ein letztes Zeugnis dieser sogenannten hellenistischen Epoche ist das Grab des königlichen Beamten Petosiris inmitten der ägyptischen Wüste. Wenige Überlieferungen erhellen das Dunkel jener Zeit. Die Wissenschaft weiß nicht sehr viel über Kleopatras Welt. Und kaum etwas weiß sie über die Herrscherin selbst und ihr abenteuerliches Leben. Lange kannte man nur dies verwitterte Abbild und das, was die antiken Schriftsteller einander widersprechend von Kleopatra behaupten. Eine Schönheit sei sie gewesen, eine zauberkundige Hexe, raffinierte Politikerin, Hure, Genie, eine Schwarze. Einig immerhin sind sich alle über die Lebensdaten. Geboren 69 vor Christus, 39 Jahre später, tot durch eigene Hand. Einig auch, dass sie versucht habe, zunächst mit Cäsar, dann mit Antonius, das Reich der Pharaonen noch gewaltiger wiederzuerrichten und damit tragisch scheiterte. Ihre Geschichte beginnt gut 300 Jahre vor ihrer Geburt mit seinem Sieg. Alexander der Große, der Grieche ist es, der Ägypten von seinen persischen Besatzern befreit.
Das antike Monumentalbild zeigt uns den Augenblick, in dem der König der Perser, Darius, die Übermacht des Alexanderheeres erkennt und sich in Panik zur Flucht wendet. Aus mehr als 4 Millionen farbiger Steinchen haben die antiken Künstler das Mosaik geschaffen. Eine Ehrung des Mannes, der fast die ganze damals bekannte Welt eroberte und noch als junger Mann durch den Stich einer Mücke starb, an Malaria. Links neben ihm könnte sein General und Freund Ptolemäus abgebildet sein, der den Beinamen der Retter trug. Nach Alexanders Tod wird er über Ägypten herrschen und die makedonische Dynastie der Ptolemäer begründen. Sie regieren mit harter Hand und hohen Steuern. Ihre Politik ist die Geschichte von Inzest, Intrige, Mord. Die Schwester von Ptolemäus II., Arsinoe, lässt den Sohn ihres ersten Mannes hinrichten, heiratet dann den eigenen Halbbruder, der seinerseits ihre Kinder umbringen lässt. Später wird sie den leiblichen Bruder ehelichen und sich auf Goldmünzen mit ihm als göttliches Paar feiern lassen. Ptolemäus IV. Sichert seine Herrschaft, indem er Mutter, Bruder und Onkel beseitigen lässt. Ptolemäus VII. Mit dem Beinamen der Fettsack sieht gar zu, wie der eigene Sohn auf Vaters Befehl hin zerhackt wird. Und Ptolemäus XI. Erdrosselt seine Frau eigenhändig nach 19 Tagen Ehe. Kleopatra, die siebte ihres Namens, steht am Ende der Familientradition. Auch sie wird für die Beseitigung ihrer Brüder sorgen. Aber was wissen wir sonst von der jungen Frau? Wir kennen nicht das wirkliche Gesicht Kleopatras, denn wir haben nur die Beschreibungen von Römern oder Griechen, die in Rom lebten. Daher gibt es über sie nur kritische Stimmen und keine neutralen Aussagen. Alles ist ein Reflex auf das, was sie tat. Sie war die Frau, die Caesar und Marc Anton verführte. Daher war sie für die Römer eine Bedrohung. Und in Alexandria hat es niemanden gegeben, der ihren Charakter oder ihr Aussehen beschrieben hat. Tja, und einige Römer haben Kleopatra sogar für eine Schwarze gehalten, wie wir wissen. Tatsache ist aber, sie war von ihrer Abstammung her Griechin. Vielleicht hatte sie blondes Haar, sicher aber helle Haut. Wie auch immer, es gibt kein richtiges Bild von Kleopatra. Kleopatras persönliche Geschichte ist die Geschichte der Weltpolitik ihrer Zeit. Darin spielt Rom die Hauptrolle. Im aufstrebenden Machtzentrum des Mittelmeerraumes deutet sich schon der Größenwahn römischer Weltherrschaft an. Nordafrika, Griechenland, Spanien, Gallien sind innerhalb eines halben Jahrhunderts unterworfen worden. Kleopatra weiß, dass Ägypten der geballten Militärmacht nichts entgegensetzen kann. Doch sie kennt auch die klassische Alternative: Bündnispolitik. Das hochgerüstete Rom, das militärisch ein Riese, staatspolitisch aber zerrüttet ist und geschwächt von inneren Kämpfen, bestimmt sich selbst nur durch Gewalt zum Nabel der Welt. Doch das geistige Zentrum des Mittelmeerraums liegt in Ägypten. Alexandria, die Millionenstadt, die Gründung des großen Alexander, ist die kulturelle Metropole der Welt. Kleopatras Ägypten ruht auf einer jahrtausendealten Hochkultur mit ihren Traditionen. Die Bauwerke der Pharaonen sind so gewaltig, dass sie jedem Fremden wie Weltwunder vorkommen. Caesar soll vor Scham geweint haben, als er sie sah und mit der eher kümmerlichen römischen Architektur verglich. Und dann, als Krönung und Übersteigerung, Alexandria, der großzügig angelegte Sitz der ptolemäischen Herrscher. Gegen diese Stadt war das Rom jener Zeit ein armseliges Nest. Noch heute findet man sie hier, die Königin vom Nil, in den Straßen, wo die Touristen flanieren, in den Souvenirshops. Gold in Gold wird sie gemalt, tausendfach und gesichtslos. Man weiß scheinbar alles von ihr und doch nichts. So erging es den Malern jeder Epoche.
Nie haben sie die historisch wahre Person abgebildet, stets nur ihre Fantasie. Hunderte von Malern schufen Hunderte von Kleopatras. Wer aber war sie wirklich? Wie ein Schleier haben sich die Legenden über ihr Gesicht gelegt. Ein Rätsel, eine Sphinx. Erst vor nicht einmal 20 Jahren fand man diese Büste aus Marmor. Die Wissenschaftler sind sicher, dies ist das Gesicht der Kleopatra. Mit dieser Büste lässt sie sich wiederentdecken. Die Königin war in ihrer Jugend nicht auf Rosen gebettet. Ihren Vater Ptolemäus XII. Nannten sie Auletes, den Flötenspieler. In durchsichtigen Gewändern widmete er sich lieber der Musik als der Politik. Durch ungeheure Bestechungssummen an Rom erhielt er seine Herrschaft. Die Folge für Ägypten? Erhebung gewaltiger Steuern. Diese 2000 Jahre alte Steuerliste verzeichnet so ziemlich alles, was zu besteuern ist. Von der Fußgängersteuer bis zur Prostituiertenabgabe. Schon die junge Kleopatra muss erfahren haben, wie bitter es ist, von Rom abhängig zu sein. Kleopatras Alexandria. Heute liegt es unter der Erde. 10 Meter tief muss man graben, um an die historischen Reste jener Stadt zu gelangen. Nicht immer gelingen so bedeutende Funde wie den französischen Archäologen, die hier in der Kleopatra-Schicht auf eine Sensation gestoßen sind. Eine mächtige, beschriftete Säule, gleichsam ein Lesebuch aus hellenistischer Zeit. Ein Fund wie dieser ist ein Glücksfall. Seit mehr als 6 Monaten haben die Wissenschaftler nach archäologischen Beweisen von solcher Bedeutung gesucht. Nun ist es für alle wichtig, gemeinsam den Schatz zu heben. Die Säulenteile sind gut erhalten. Ihre Beschriftung lässt sich schon mit bloßem Auge entziffern. Sebasteon steht da zu lesen, die griechische Bezeichnung für das Caesareum, die Wohnstadt Caesars. Wenn aber, wie der Fund beweist, hier der Platz des Caesareums von Alexandria war, dann muss, nach Auskunft der antiken Schriftsteller, nördlich davon in einiger Entfernung der Palast der Kleopatra gestanden haben. Und das heißt heute dort, im Wasser der Hafenbucht. Der Hafen von Alexandria. Eine orientalische Welt. Farben, Düfte, Menschengedränge, ungezählte Fischerboote. Hier zwischen Netzen und Angelruten beginnen wir mit den Vorbereitungen unserer Suche nach den Palastanlagen der Kleopatra. Der Leiter der französischen Grabung, Professor Jean-Yves Empereur, hat sich überreden lassen, mit uns unter Wasser nach den über 2000 Jahre alten Gebäuderesten zu suchen. Noch nie zuvor wurde diese versunkene Welt archäologisch erkundet. Auch uns haben die Sicherheitsbehörden in dem militärischen Sperrgebiet nur einen halben Tag zugestanden, um den Meeresgrund mit einer Unterwasserkamera zu erforschen. Noch bis ins frühe Mittelalter müssen hier die antiken Bauwerke sichtbar gewesen sein. Dann senkte sich das Land. Der Wasserspiegel des Mittelmeers stieg. Der Palast wurde überspült. Professor Empereur hat nach 10 Jahren Forschung in Alexandria ein Gespür für die günstigste Stelle zum Tauchen. Zusätzlich zeigt uns das Echolot ungewöhnliche Erhebungen unter Wasser an. Später Nachmittag. Etwa 1 Kilometer entfernt von der Küste. Wir scheinen etwas gefunden zu haben. Das Echolot ortet große Felsblöcke. Auch der Blick auf die Karte lässt hier antike Bauten vermuten. Wir machen uns bereit zum Tauchen. Vielleicht steht uns eine erste Begegnung mit der untergegangenen ptolemäischen Welt bevor. Noch nie ist ein Fernsehteam hierhin vorgedrungen. Die Karte verdeutlicht noch einmal unsere Absicht. So sieht die Bucht von Alexandria heute aus. An den gepunkteten Stellen müssen einst die Mauern des Palastes gestanden haben.
Und hier wollen wir tauchen. Wir haben Glück. Schon beim ersten Versuch. In nur 8 Metern Tiefe stoßen wir auf algenüberwachsene Säulen und Fundamente. Die Anlage muss von riesigem Ausmaß gewesen sein. Eine ganze Landschaft umgestürzter Säulen wartet hier seit Jahrhunderten auf ihre Entdeckung. Wir werden in unserer ersten Begegnung mit der versunkenen Kultur nichts verändern. Die Zeit drängt. Vorsichtig kratzen wir nur mit dem Tauchmesser die Meerespatina vom Stein. Zukünftigen Expeditionen bleibt die Aufgabe, diese gewaltigen archäologischen Schätze zu heben. Zwischen den Säulen im Hintergrund könnte der Aufgang zum Palast gewesen sein. Die Unterseite eines umgestürzten Sphinxkorpus. Hier muss es gewesen sein, vor mehr als 2 Jahrtausenden. Hier traf Kleopatra mit dem mächtigsten Mann ihrer Zeit zusammen. Hier wohl wickelte der römische Imperator die Königin aus dem Teppich. Und die Geschichte von Caesar und Kleopatra nahm ihren Anfang. Caesar, ehrgeizig, klug, ein Machtmensch. Seine markanten Büsten verschweigen, dass er unter Zahnfäule, Haarausfall und Epilepsie litt. Nicht allein die Verfolgung seines Erzrivalen Pompeius führte ihn nach Ägypten. Vor allem wohl war es die notorische Suche nach Geld, die den bereits 52-Jährigen im Oktober 48 vor Christus an der Pharaonenküste landen ließ. Die erste Begegnung mit dem Reichtum der Großstadt muss für den Soldaten Caesar ein Schock gewesen sein. Nie hatte er dergleichen gesehen. Alexandria, die goldene Metropole am Meer, ein Schmelztiegel der Völker, der Kaufleute und Künstler, der Händler und Glückssucher. 1 Million Gesichter. Schrieb, Frauen so viel, dass selbst der Himmel so vieler Sterne sich nicht rühmen kann. Wie wirkte Kleopatra auf den vom verführerischen Glanz der Stadt geblendeten Caesar? Hatte er nur politische und wirtschaftliche Interessen oder war es dieses Gesicht, das ihn verzauberte? Anhand solcher Münzbildnisse haben Wissenschaftler die Echtheit des Marmorkopfes nachgewiesen. Aber bislang haben sie noch nicht die Substanz der Farben untersucht, mit denen der Kopf einst bemalt war. In der antiken Sammlung Berlin nimmt Professor Riederer eine Probe zur Analyse der Haarfarbe. Schon geringste Mengen reichen heute aus, um Art, Alter und Herkunft einer Substanz genau zu bestimmen. Aufgelöst in Aceton genügt ein mit dem bloßen Auge kaum sichtbares Farbpartikel, um einem solchen Molekularchromatographen die Analyse zu ermöglichen.
Das Ergebnis der Bestimmung weist auf Bestandteile einer organischen Substanz, die offenbar das Haar bräunlich färbte. Vielleicht ein Hinweis auf die makedonische Abstammung Kleopatras. Die zahlreich gefundenen Schminkgefäße beweisen, dass Farben zur Zeit Kleopatras im Dienst kosmetischer Verschönerung reichlich verwendet wurden. Die prachtvollen Tiegel und Töpfchen sind schöne Museumsstücke und zugleich wertvoll für die analytische Archäologie. Selbst winzige Reste des ursprünglichen Inhalts können bezüglich ihrer Herkunft und Zusammensetzung bestimmt werden. Spuren des von den Innenwänden abgekratzten Pulvers reichen, um festzustellen, aus welchen Stoffen Kleopatras Make-up bestand. Technisch wird das Ganze möglich durch Röntgenstrahlen, die durch die Substanz geschickt werden. Jedes Material weist eine ganz eigene Molekularstruktur auf. Röntgenstrahlen durchdringen diese Struktur, werden aber je nach Material unterschiedlich abgelenkt. Bei 30 kV entsteht so ein exaktes Analyseprofil, gleichsam der Fingerabdruck der untersuchten Substanz. In unserem Fall besteht die antike Schminke aus einer Mischung von Ruß und Bleiglanz. Das ist Bleiglanz, die nicht ganz ungiftige Kosmetikgrundlage der Antike. In einem Mörser zu feinem Pulver zerstoßen, gab es dem beigemischten Ruß den schwarzen, verführerischen Schimmer. Kleopatra schminkte sich nach neuester ägyptischer und das hieß griechischer Mode. Die Augen schwarz gerandet, der Strich im Augenwinkel aber nicht so tief und keilförmig, wie Hollywood mit seinen gespielten Kleopatras uns weismachen wollte. Neben Bleiglanz gab es rote Oxide, die mit Holzstäbchen aufgetragen wurden. Auch diese Farben nicht ungefährlich und Grund für die Legende, Kleopatra habe sich nicht mit der Hilfe von Schlangen, sondern im Dienst der Schönheit unabsichtlich vergiftet. Eine unglaubwürdige Theorie. Mochte der Umgang mit diesen Schminken auch gesundheitsschädlich sein, so war er doch in der antiken Welt Routine. Die Krone des ägyptischen Make-ups, Nussöle, oft parfümiert, die nicht nur dem Haar Glanz verleihen sollten, sondern auch der Haut Schimmer und Duft. Derart hergerichtet mag Kleopatra Cäsar empfangen haben. Und so begibt sie sich mit ihm, dem Liebhaber und Garanten ihrer Macht, auf die Reise am Nil entlang. Eine Liebesreise, zugleich zur Schaustellung ägyptischer Überlegenheit. Sieh her, Cäsar, das ist das Traumland Ägypten und ich bin seine Königin. Das Paar reist luxuriös, in einem 120 Meter langen schwimmenden Palast. 12 Meter hohe Aufbauten aus Ebenholz, Beschläge aus Silber und Gold, ein seidenes Segel. Begleitet und gezogen wurde dies antike Wunderwerk von Ruderbooten. 2 Monate fast ruht die große Politik. Der mächtigste Mann der Welt gefällt sich als Tourist. Cäsar sieht das alte Memphis, die Pyramiden, Saqqara, Luxor. Und er sieht Dendera. Hier in Oberägypten hat sich die Kleopatra-Dynastie einen gewaltigen Tempel errichtet. Geweiht ist er Hathor, der Göttin mit den Kuhohren. Aber vergöttlichen soll er das Geschlecht der Ptolemäer. Verwirrend für den Römer sind die Maße dieser Architektur. Unfassbar aber für Cäsar, dass Kleopatra hier als Göttin verehrt wird, zu Lebzeiten. Gottkönigtum. Von solchem Kult kann Cäsar nur träumen. Noch ist Rom republikanisch gesonnen und begrenzt den Ruhm des Kriegers auf irdisches Maß.
der Außenseite der Tempelrückwand verewigt in Stein das letzte Lächeln der Pharaonen. Kleopatra, so besagt die Inschrift der Kartusche, in königlichem Ornat. Jahrtausende lang wurden Ägyptens Herrscher so abgebildet, in der Hand die Insignien des Königtums. Und ihr zur Seite die Frucht der Liebesreise, ihr Sohn Caesarion. Aber war Caesarion wirklich, wie seine Mutter behauptete, Caesars leiblicher Sohn? Oder ein untergeschobener Balg, ein politischer Trick, um Caesar an sich zu binden und damit Rom an Alexandria? Kleopatra, liebevolle Mutter oder raffinierte Betrügerin? Gar kein Zweifel. Caesarion ist natürlich der Sohn von Kleopatra. Aber ich glaube darüber hinaus auch, dass er wirklich der Sohn von Caesar war. Es gibt dafür zwar keine Beweise in den antiken Texten, höchstens zwischen den Zeilen, aber ich denke, dass Kleopatra den großen Herrscher Caesar wirklich liebte. Ich glaube nicht, dass sie ihn betrogen hat. Sie glaubte an seinen Charakter und an seine Qualitäten. Und ich meine, dass Caesarion wirklich der legale, der leibliche Sohn von Kleopatra und Caesar war. Rom ist entsetzt. Ein unehelich gezeugter Halbägypter als möglicher Nachfolger Caesars in einem ägyptisch-römischen Großreich? In den Briefen römischer Politiker zeigen sich Bestürzung und wachsender Widerstand. Ich hasse diese Königin, schreibt der einflussreiche Senator Cicero. Properz nennt sie eine Königshure. Andere meinen, man solle Ägypten zur römischen Provinz machen, notfalls mit Gewalt. Soldaten sind das eigentliche Fundament der römischen Macht. Konsequent werden ihre Taten auf Triumphbögen verherrlicht. Aber die Stadt Caesars Rom ist noch längst nicht jene prachtvolle Metropole, die sich in den Resten des Forum Romanum noch heute erahnen lässt. Das Rom Caesars ist ein großes Dorf aus Lehm, das seinem Anspruch als Nabel der Welt kaum entspricht. Die prunkvollen großen Bauten am Forum stammen sämtlich erst aus der Zeit der späten römischen Kaiser. Das caesareische Rom kann sich mit Alexandria nicht vergleichen. Es ist ein planlos gewachsenes Gewirr aus Gassen, baufälligen Lehmhäusern, eine Katastrophe aus Gestank und Seuchen. Unter dem Eindruck der glanzvollen ägyptischen Moderne entwirft Caesar großartige Bebauungspläne. Auf dem Palatin, oberhalb des Vesta-Tempels, sollen seine Paläste und Foren entstehen. Von hier aus genießt er den Blick über das Rom seiner Fantasie. Und er sieht weit über die Stadtgrenze hinaus zum jenseitigen Tiberufer, zu seinen Besitzungen, wo sich jetzt selbstbewusst ägyptische Gäste samt Hofstaat einquartieren. Kleopatra und ihr Söhnchen Caesarion. Für Rom ein handfester Skandal. 2 Jahre wird Kleopatra hier auf dem Areal der heutigen Villa Farnese residieren. Mit orientalischem Prunk und angeblich 300 Dienern. Gerüchte sprechen von üppigen Gelagen, während der Senat Spargesetze für Roms Bürgerschaft erlässt. Kleopatra ist öffentliches Ärgernis, eine Provokation. Caesar ist immerhin ein verheirateter Mann. Und dass er von der fremden Geliebten nicht ablässt, erzeugt politischen Widerstand. Zum Drama am 15. März 44 vor Christus hat dies sicherlich beigetragen. Schon sehr früh am Morgen ist Caesar nach unruhigen Träumen aufgestanden, um sich von seiner Villa zur Senatssitzung zu begeben. Plötzliche Übelkeit und schlimme Vorahnungen seiner Frau Calpurnia halten ihn zunächst zurück. Abgesandte der wartenden Senatoren erscheinen und Caesar rafft sich unwillig auf. Es heißt, ein Senator habe ihn regelrecht mit sich fortgeschleppt. Auf der Straße stellt sich ihm ein Freund in den Weg. Er kennt die Pläne zur Ermordung Caesars und hat ihm die Details aufgeschrieben. Doch Caesar behält die Schriftrolle ungelesen in der Hand. Das Attentat ist minutiös geplant. Hier, am heute sogenannten Katzenforum, an der Stufe der Kurie, wird Caesar in Empfang genommen und in das Gebäude geführt. An der Stelle, an der heute diese Bar steht.
Ein Senator nähert sich und bittet um Gnade für seinen verbannten Bruder. Cäsar lehnt ab. Darüber scheinbar erbost, reißt der Senator ihm die Toga von der Schulter. Das vereinbarte Zeichen für die Verschwörer. Blut spritzt auf den Marmorboden, an die 60 Senatoren stechen auf Cäsar ein. Die Toga über den Kopf gezogen, ergibt er sich in sein Schicksal und bricht zusammen. Cäsar ist tot. Die Verschwörer flüchten. Eine Katastrophe für das Römische Reich. Und für Kleopatra. Ihr Traum von der Krone eines ägyptisch-römischen Weltreichs, der fast schon Gestalt angenommen hatte, ist mit Cäsars Tod in unerreichbare Ferne gerückt. Sie muss tief verzweifelt sein. Aber noch gibt sie nicht auf, noch sieht sie den Tod nicht als einzigen Ausweg. Sie flieht übers Meer nach Alexandria in die Sicherheit ihrer goldenen Stadt. In den Straßen der Millionenstadt verbreitet sich die Nachricht von Cäsars Tod wie ein Lauffeuer. Noch ist Alexandria nicht in Gefahr. Die Römische Republik hat andere Sorgen. Noch einmal gibt Kleopatra sich ganz dem alexandrinischen Luxus hin, der Tryphäe. Noch einmal blendet sie mit Glanz und Geld einen römischen Feldherrn. Cäsars selbsternannten Nachfolger Antonius. Auf seinen venezianischen Fresken erzählt der Maler Tiepolo die Legende, Kleopatra habe ihre schönste Perle vor den Augen des neuen römischen Machthabers in Wein aufgelöst und anschließend getrunken. Die Demonstration beeindruckt den Soldaten Antonius. Bald wird er den Verführungen des Orients erliegen. Schon jetzt werden neue Münzen in Alexandria gewechselt. Eine gereifte Kleopatra auf der einen, ein sinnenfroher Antonius auf der anderen Seite. Viel mehr als Cäsar fasziniert Antonius das prunkvolle orientalische Leben. Unter seiner Herrschaft verbreiten sich über das Oströmische Reich die Kulte und Gebräuche des Orients. Gott Dionysos regiert, der Gott des Weines und der Sinnlichkeit, der Gott des Rausches, der nun im Begriff ist, seinen Kult über die Welt auszudehnen. In den Palästen Alexandrias werden dionysische Orgien gefeiert und lassen Antonius vergessen, dass er eigentlich zusammen mit Octavian ein römisches Großreich regieren sollte. Worin bestand die geheimnisvolle Kraft des Dionysos-Kultes? Am Fuß des Vesuvs im italienischen Pompeji finden wir eine der Antworten auf das Rätsel. In der Villa der Mysterien ist ein einmaliger, seinerzeit gewiss geheimer Bilderzyklus über den Dionysos-Kult erhalten. Eine umfassende Darstellung seiner Riten. In geweihten Schriftrollen wurde das kultische Wissen schon an Kinder weitergegeben. Alle Rituale vollzogen sich nach strengen Regeln. Maskierung und Verwandlung spielen ebenso eine Rolle wie Wein und Musik als Mittel der Ekstase. Rausch und Transzendenz, Lust bis zum Schmerz, das ist kultisches Ziel der Dionysos-Verehrung und ihrer orientalischen Exzesse. Für das in gesellschaftliche Unsicherheit gestürzte Rom unter Octavian eine Bedrohung. Der Dionysos-Kult, ein wilder Lebenstanz.
Antonius heiratet Kleopatra und lässt sich in Standbildern als Pharao feiern. Für die Bürger Roms ein Albtraum. Mit der Begegnung von Antonius und Kleopatra in Tarsus hatte alles begonnen. Je enger Antonius sich an Kleopatra band, umso mehr verlor er die Interessen des Römischen Reichs aus den Augen. Der Mann, der Roms Weltherrschaft sichern sollte, verschleudert sie. Zug um Zug verschenkt er die Ostprovinzen an Kleopatra und ihre Kinder. In Rom geht die Rede von Drogen und Zauberkräften der Hexe Kleopatra, die Antonius den Willen geraubt hätten. Ich glaube nicht, dass er wirklich körperlich ein Opfer von Drogen war, aber zweifellos, er lebte wie im Traum. Dieser raue General der römischen Armee kam ja nach Alexandria und sah da all das, was er in seinem Alltag als Soldat sonst nicht erlebte. Musik, Tänzerin, Parfum, schöne Gläser, Gold, diesen ganzen hellenistischen Luxus, der in Alexandria produziert wurde. Und da lebte er eben wie im Traum. Dieses berauschende Alexandria, das war die wirkliche Droge in seinem Leben. Er soll den Abtrünnigen aus der Macht verdrängen. Octavian, später als Augustus gefeiert, war der blässliche Neffe Cäsars, dem anfangs niemand viel zutraute. Nun wird sich vor Griechenlands Küste entscheiden, ob Rom das Zentrum der antiken Welt bleibt oder ob der Okzident sich dem Orient beugen muss. Am 2. September 31 vor Christus begegnen sich beide römische Feldherren vor Actium. Antonius mit Kleopatras Flotte von 500 schweren Kriegsschiffen und Octavian mit 300 leichteren, wendigen Booten. Hollywood hat die Seeschlacht historisch getreu nachgestellt. Sie reißen unsere Reihen auseinander. Antonius ist nun ganz allein, abgeschnitten. Und jetzt setzen sie ihn zu wie die Meute im Wald dem verletzten Bären. Octavian und sein Feldherr Agrippa erweisen sich als die besseren Strategen. Aber den Ausgang der Schlacht bestimmt Kleopatras Verhalten, als sie sieht, dass Octavians Truppen die Oberhand gewinnen. Antonius kann nicht fassen, was er sieht. Setzt Segel! Kleopatra segelt fort! Sie lässt mich im Stich! Mein Feldherr! Mein Feldherr! Unsere Verluste sind schwer, die Lage ist verzweifelt! Antonius, unsere Männer brauchen dich, sie brauchen deinen Zuspruch! Die Sterbenden schreien nach dir, die Lebenden flehen dich um Hilfe! Du kannst sie nicht verlassen! Höre auf mich! Mit einer kleinen Zahl Schiffe flieht Kleopatra die Schlacht. Antonius folgt ihr. Zurück bleibt eine kopflose Armada, für Octavian leichtes Spiel. Die Forschung bestätigt, dass Kleopatra damals ihren Gatten Antonius verließ, um den Sieger der Schlacht, Octavian, für sich einzunehmen. Eben dies aber wird ihr nicht mehr gelingen. Kleopatra ist 39 Jahre alt und Octavian ein eher spröder, vergleichsweise moralischer Mann. In Alexandria kommt Furcht auf. Vor dem erwarteten Unheil duckt sich die Stadt in Angst. Wird Rom sich an Alexandria rächen? Warten auf das Blutbad. Kleopatra hat verspielt. Der Traum vom orientalischen Weltreich und seinem Zentrum Alexandria ist ausgeträumt. Ein langes, klagendes Pfeifen soll in jenen Nächten die Stadt erfüllt haben. Das ist der Gott Dionysos, sagen die Einwohner, der unsere Stadt verlässt wie ein sinkendes Schiff. Octavian wird kampflos in die Stadt einziehen. Der Widerstand, mit dem er gerechnet hat, bleibt aus. Tiefe Depression fällt in diesen Tagen über das sonst so lebensfrohe Alexandria. Antonius, der Hintergangene, Unterlegene, versucht sich selbst mit dem Dolch zu töten.
Er wird mühsam und langsam sterben. Wie die Stadt. Wie die alte Kultur Ägyptens. Kleopatra will sich die Erniedrigung als zur Schau gestellter Beute im Triumphzug des Octavian ersparen. Sie weiß noch, wie ihre Schwester einst in Ketten durch Rom geführt wurde. In ihren unterirdischen Grabkammern verschanzt sie sich mit ihren Dienerinnen. 3 Wochen wird sie hier leben, in der vergeblichen Hoffnung, Octavian doch noch umgarnen zu können, wie Cäsar, wie Antonius, der sich nun halbtot schon zu ihr rettet. In den Armen Kleopatras erliegt Antonius seiner Verletzung. Eigenhändig soll die Königin den Leichnam des römischen Feldherrn einbalsamiert haben. Als Pharao wird er sich auf die Reise ins Totenreich machen, beweint von seiner Gattin Kleopatra. Alles, was sie tat, sagt der antike Geschichtsschreiber Plutarch, tat sie mit voller Hingabe. Wenn sie liebte, liebte sie ganz und gar. Wenn sie hasste, hasste sie mit Inbrunst. Wenn sie trauerte, dann aus vollem Herzen. So entschied sie sich auch für den Tod, ganz Königin und Göttin, durch das Gift einer Kobra, jener Schlange, die seit der Zeit der Pharaonen in Ägypten Göttlichkeit symbolisierte. Kleopatra stirbt im Alter von 39 Jahren. Mit ihr vergeht der politische Entwurf, der sie ein Leben lang getrieben hat. Die Idee eines römisch-ägyptischen Reiches von Spanien bis Asien unter ihrer Herrschaft. Mit dem Tod der ehrgeizigen Politikerin aber beginnt die Legende von der liebesmächtigen Verführerin, deren Zauber die römischen Schlachtenlenker nicht widerstehen konnten. Doch es war eben nicht die Liebe, die sie bestimmte. Es war das leidenschaftliche Kalkül einer Frau, die nur eines wollte: ein Weltreich im Geiste der Pharaonen.